Warum nur um alles in der Welt habe ich mir diese verdammte Saisonzulassung angetan? Das bedeutet für mich 4 harte Monate leidigen Verzichts. Optimales Wetter hat es ja oft genug, aber ich darf ja nicht fahren. Naja, noch ein paar Wochen Winterschlaf, dann ist endlich Saisonstart. Nö. Och nö. Irgendwas stimmt immer noch nicht. So schwammig. Thank you.
Oh, wo kommt ihr denn her? Dann nehme ich euch wohl auch mal mit. Ich kann es kaum glauben, aber ich bin endlich unterwegs. Ich genieße jeden Meter, den ich fahre. Als erstes fahre ich zum Einkaufen. Bei Polo gibt es gerade Kettenspray im Sonderangebot. Und da mir das Christkind nur eine einzige Dose unter den Weihnachtsbaum gelegt hat, muss ich mir noch einen Vorrat zulegen. Vielleicht bekomme ich meinen Einkauf umsonst, denke ich mir, als ich die ganzen Rabattgutscheine und Karten auf den Tresen lege. Doch nicht mal den Gutschein von Louis wollen die hier haben. Egal, ausreichend eingedeckt mit Kettenspray mache ich mich auf den Weg in Richtung Schurwald, um dort noch eine Runde zu drehen. Im Regen und bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt wirklich ekelhaft und auch nicht ungefährlich. Behutsam schleiche ich um die Kurven. Mir ist kalt und ich will nach Hause. Ein kurzer Stopp, dann geht es auch gleich weiter. Was das Wetter kann, kann ich schon lang. Danach fährt es sich einfach viel entspannter. Kurzer Stopp, dann geht es auch gleich weiter. Was das Wetter kann, kann ich schon lang. Danach fährt es sich einfach viel entspannter. Die Kette ist alle 1000 Kilometer zu schmieren und nach jeder Fahrt durch Nässe oder Schmutz. Damit müsste ich mindestens bis Ostern auskommen. Kardanfahrer brauchen sowas ja nicht. So, ich hoffe ja mal, dass sich das da von alleine erledigt. Der Saisonstart ist geglückt. Was will man mehr? Oh, jetzt ein Bier. Das wäre was.